dann fange ich mal an. Vielleicht zuerst mal kurz zu der Perspektive, die ich auf Taschkent habe. Ich bin selbst in Samarkand geboren, in der zweitgrößten Stadt von Usbekistan, und bin dort auch aufgewachsen. Und irgendwie war meine Perspektive schon immer so eine vergleichende. Privat, auch als ich als Kind, als wir immer wieder nach Taschkent zur Verwandtschaft fuhren, habe ich immer so gemerkt, hat man so gleich gespürt, also die Größe der Stadt irgendwie, dass da irgendwie viel mehr geht, viel mehr möglich ist, dass die irgendwie ganz anders ist. Aber auch dann später bei meiner Forschung, weil ich eben auch eigentlich auf Samarkand viel mehr geschaut habe. In meiner Forschung, meiner Masterarbeit, habe ich über einen privaten Hausbau geschrieben. Irgendwie war ich von Taschkent immer so gleichzeitig fasziniert, aber auch genervt davon, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommt im Vergleich zu Samarkand. Aber weil man immer so ganz viele Informationen, man musste sich durch viel durcharbeiten, bevor man sozusagen zu Samarkand kam, weil ganz viel zu Taschkent gab. Aber gleichzeitig ist diese Stadt ja auch wirklich sehr faszinierend und spannend. Und ich versuche jetzt ganz knapp so die wichtigsten Eckpunkte zu liefern und dabei auch so diese einleitenden Fragen von Philipp zu beantworten und dann vielleicht auch noch dazu kommen, also zu sprechen über die Themen, über die also ich interessant finde, zu sprechen. Dafür würde ich jetzt mal erstmal meinen Bildschirm teilen. Muss mal sagen, dass ihr das dann sieht. So, seht ihr das? So, seht ihr jetzt was? Ja, wir sehen die Bilder. Genau, sie sind, also, aber nur die Bilder. Genau, das ist gut so. Genau, also wie ihr hier seht, also mein erstes Bild so, illustriert, so Taschkent als Hauptstadt, als größte Stadt Zentralasiens, sie gibt sich gerne modern. Na, aufstrebend, mit viel Energie und Licht, gleichzeitig mit orientalen Charme, das aber auch auf eine besondere Art irgendwie architektonisch zutage tritt. Gleichzeitig ist die Stadt, also das Spannende an der Stadt, finde ich, dass sie auch sehr verschiedene Wohnformen vereint. Sie kann man aber in zwei grobe Kategorien aufteilen. Und einmal ist das Leben in einem Privathaus, würde ich sagen. Eben sei es in einer alten Mahalla, so, das ist so die alten Bilder, das ist so, wie sie heute aussehen, sei es in einem später errichteten Privathaus, also in einem sogenannten privaten Sektor, ich weiß nicht Sektor, wie das auch heißt, die Viertel, die in den 60er entstanden sind, oder eben in so modernen Stadtvillen. Das ist so die eine Form. Und die zweite ist eben das Leben auf der Etage. Und das ist wiederum ganz unterschiedliche Formen. Alles okay? Ja, ich glaube, da ist nur noch jemand mit angeschaltetem Mikro nachgekommen. Okay, genau. Und das kann eben in einem stalinistischen Bau, in so ersten Chruschtschowkas oder in so späteren modernistischen Experimentalbauten sein. Und eben spannend, was ich daran finde, ist das Nebeneinander, aber auch das Aufeinandertreffen von diesen verschiedenen Formen, aber auch Vorstellungen darüber, wie Menschen wohnen sollen. Was ist eigentlich Modernität? Was ist eine moderne Stadt? Und wer setzt diese Vorstellungen wie durch und zu welchem Zeitpunkt? Darüber können wir gerne sprechen, weil ich mich auch teilweise damit beschäftigt habe. Aber zuerst möchte ich einen ganz kurzen Überblick so über die wichtigsten Etappen und Eckpunkte, die ich finde wichtig sind, über Taschkent zu wissen. Und zuerst ist wichtig, dass Taschkent, wie auch Samarkand und wie alle anderen historischen Oasenstädte in Zentralasien, zu dem Zeitpunkt der Eroberung durch das russische Kolonialreich, waren es Städte, die schon bereits seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, bestehende Stadtstrukturen hatten. Und so wurden auch in ganz vielen dieser Städte, die sogenannten Kolonialteile, am Rande dieser Städte angelegt. Hier seht ihr auf diesem Bild, seht ihr meinen Zeigefinger? Ja, also das ist sozusagen den historischen, sogenannten islamischen Kern. Und hier so das russische Kolonialteil ganz klar gegenübergestellt mit geraden Straßen. Auch häufig Radialstrukturen waren dabei vertreten. Und das ist gewissermaßen diese Zweiteilung der Stadt. Trotz ganz vielen Umbauten, prägt sie bis heute.
Und das werden wir auch später sehen. Ab 1930, als Taschkent zur Hauptstadt der jungen Usbekischen Republik wurde und auch so ein bisschen inoffiziell zu der Hauptstadt der ganzen Zentralasien auserkoren wurde, sollte es eine Vorzeigestadt werden, in der sozusagen die Modernisierungsfähigkeit des sowjetischen Orients dargestellt werden sollte. Und es wurden halt Pläne aufgestellt, wie diese quasi Zweiteilung überwunden werden sollte. Hier seht ihr so Pläne, wie eben das koloniale Teil mit dem islamischen verbunden werden sollte. Und hier nochmal eine Aufnahme, wie so eine historische Straße, also in der Mahalle, in den historischen Teil, so eine enge Straße durchgebrochen werden sollte und da entlang schöne neue moderne Bauten errichtet werden sollten. Und so sah das dann im Prinzip im Endeffekt aus. Das hat man dann gebaut, schön im neuen im so klassizistischen Stil. Aber was man sieht, diese Baumaßnahmen beschränkten sich meistens auf das Zentrum. Und diese neuen Häuser, die säumten vor allem die Seiten. Es sollte eine schöne Fassade errichtet werden, während dahinter, wie man auch hier sieht, blieben diese kleinen privaten Häuser weiter stehen. Die Pläne bezogen sich eigentlich, es gab ganz große Pläne, die ganze Stadt so umzugestalten. Aber dann kam sozusagen die erste große Zäsur, nicht nur für Taschkent, sondern für die ganze Sowjetunion, nämlich der Zweite Weltkrieg, wo die Umbaupläne gestoppt wurden und Zentralasien und Taschkent primär ganz viel Menschen evakuierte, aber auch Industrie aufgenommen hat und aufnehmen musste. Das das bedeutete einerseits so eine Industrialisierung, so einen Schub, weil ganz viele Industriebetriebe hingebracht wurden, aber gleichzeitig auch das sorgte für eine Wohnungskrise, weil ganz viele Menschen in die Stadt kamen. Es wurde nichts gebaut, weil die ganzen Mittel für den Front gebraucht wurden. Und es wurde im Prinzip lange Zeit, auch nach dem Krieg unter Stalin, nach wie vor nicht so viel für das Wohnen gemacht, weiterhin nur im Zentrum und für die Eliten. Und der nächste wichtige Etappe, genauso wie für Taschkent, aber als auch für die ganze Sowjetunion, ist das Wohnungsbauprogramm von Chruschtschow, das 1957 startet. Im Rahmen von diesem Massenwohnungsbauprogramm, die bedeutete vor allem Industrialisierung. Das sollte möglichst viel Wohnraum, möglichst günstig errichtet werden. Eine Unifizierung und Standardisierung sollte eingeführt werden. Damit wurden sogenannte Typenprojekte, also Typavi-Projekte etabliert. Eine Antwort darauf, warum sehen die Plattenbauten, die Chruschtschowkas in der ganzen Sowjetunion sich so ähnlich aus. Ein System der Mikrorajons, der Mikrobezirke, die in der DDR als Wohngebiete bezeichnet wurden, wurde etabliert. Idealerweise sollten sie so eine Infrastruktur für Kinderbetreuung einkaufen und so weiter in sich einigen. Genau. Gleichzeitig bedeutet das auch eine Herausforderung, denn für die Errichtung, parallel zur Errichtung von diesen ganzen Häusern, sollte auch die Basis für die industrielle Produktion erstmal geschaffen werden. Und interessanterweise gleichzeitig dazu parallel, das ist ein Teil, zu dem ich vor allem also geforscht habe, ist ein Programm. Ein Teil dieses Wohnungsbauprogramms ist Programm zur Förderung von individuellen Wohnungsbau. Und das ist das Bild, was ihr hier rechts sieht. Das soll das symbolisieren. Das ist ein Satellitenbild von heute. Weil der Staat eben bald verstanden hat, dass es alleine nicht schaffen wird, den ganzen Wohnraum zu bauen, hat es Menschen die Möglichkeit gegeben, sich selber Häuser zu bauen. Es hat Parzellen verteilt und sogar Kredite verteilt, sodass Menschen sich diese Häuser bauen konnten. Das sorgte dafür, dass natürlich ganz viele Menschen diese Option für sich genommen haben. Und gleichzeitig sorgte es aber auch für ganz viele Konflikte, weil die Stadt ganz schnell in die Fläche angefangen hat zu wachsen. Es kam zum eigenmächtigen Wohnungsbau und so weiter und so fort. Darüber können wir vielleicht später ein bisschen mehr reden. Ein nächster wichtiger Einschnitt für Taschkent, was wichtig für Taschkent ist, war das Erdbeben von 1966. Quasi aus einer glücklichen Fügung. Kurz davor stand ein neuer Generalplan für Umbau der Stadt schon fest. Und dieses Erdbeben erlaubte und gab
quasi Grundlage und Anlass zu einem großflächigen Abriss und Bebauung der Stadt mit 4-5-stöckigen Etagenwohnhäusern, was ja auch als so ein Ding der allunionsweiten Freundschaftshilfe an Taschkent präsentiert wurde, weil Teams, wie man hier aus dem Bild in der Mitte sieht, aus der ganzen Sowjetunion Häuser in der Stadt errichtet haben. Und im Prinzip ist das, würde ich sagen, was man hier sieht, ist sozusagen die Satellitaufnahme von heute, von Taschkent. Die ganze spätere Entwicklung, würde ich behaupten, ist so eine lineare Entwicklung von dem, was wir in den Jahren vorher hatten. Eben das mit wachsenden Kapazitäten und der industriellen Produktion immer mehr neue Häuser gebaut werden, gleichzeitig aber auch ganz viele Privatviertel. Wie man das vielleicht sehen kann, sind ganz große hier Privatviertel und das sind so die Viertel aus Plattenbauten. Zu der Frage nach Konflikten würde ich eines herausstellen, ist eben diese Assoziierung der Altstadt mit der Lebensweise darin und deren Materialität mit Rückständigkeit. Und durch die Geschichte der Stadt gab es unterschiedliche Pläne, quasi die abzureißen und mit neuen modernen Häusern zu bebauen. Dies ist auch zum Teil tatsächlich geschehen. Große Teile von der historischen Altstadt sind abgerissen worden. Und damit wurde auch nicht nur der Wohnraum zerstört, sondern auch viele traditionelle Strukturen. Gleichzeitig haben ganz viele von den modernen Häusern nicht für die Menschen, besonders für die traditionellen großen Familien, nicht getaugt und sie mussten an die Stadtränder ziehen und eben neue Privathäuser gründen. Ich finde, dass es ein kultureller Konflikt, der sich zieht, in dem die Bedürfnisse eines großen Teils der Bevölkerung durch die Planer ignoriert wurden. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung ins Heute. Und wenn man heute irgendwie so ein bisschen verfolgt, was in Taschkent passiert, ist eben ganz viel Abriss und ganz viel Neubau, wieder im Namen der Modernisierung. Und irgendwie wiederholt sich die Geschichte, meiner Meinung nach. Allerdings finde ich mit viel weniger rechtlich gesicherter Basis für die Menschen. Aber dazu können wir vielleicht nochmal kommen. Und jetzt ganz kurz nochmal die Fragen, die ich finde spannend zu diskutieren, ist eben so, der Modernisierungsdiskurs und die Vorstellungen von Modernität, weil Philipp hat nach Urbanität gefragt, aber dieses Wort wird lokal nicht benutzt. Deswegen ist es eher, also Menschen rahmen das alles Modernität ein. Und weil es eben sich durch die verschiedenen Phasen, sowohl in der Sowjetunion als auch so heute zieht und immer noch aktuell ist. Wie wurden sie geäußert und umgesetzt? Und ein wichtiger Aspekt dabei sind auch verschiedensten Infrastrukturen, deren Aufbau, aber auch Aufrechterhaltung. Und noch ein Thema, was damit zusammenhängt, was ich gerne mit besprechen würde, sind auch Akteure, ne, in diesem Diskurs und in den Praktiken. Wer handelte wie und warum und welche Möglichkeiten hatten Menschen und wann ihr Leben irgendwie und Wohnen selbst zu gestalten und wie und wann und wo wurden sie überstimmt oder auch nicht. Genau, damit stoppe ich.